Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich heute sprechen darf. Im Namen der Was ist-Reihe von Creapolis spreche ich heute zum Thema, was wir uns alle ja wahrscheinlich anders gewünscht hätten. Das Thema ist, was ist Resilienz? Und ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Nico Kohls. Ich bin Medizinpsychologe von der Ausbildung her, seit 2013 an der Hochschule Coburg im Studiengang Integrative Gesundheitsförderung und im Masterstudiengang Gesundheitsförderung tätig. Ich bin forschungsmäßig vor allem im Thema Resilienz, im Thema Achtsamkeit, im Thema positive Psychologie unterwegs. Habe dazu auch einige Studien durchgeführt und freue mich, dass ich ja, heute zu Ihnen sprechen darf, vor dem Hintergrund eines ernsten politischen, weltpolitischen Geschehens. Und wir stellen uns natürlich alle die Frage, wie können wir mit den Nachrichten, die auf uns einprasseln, die auf uns eingeprasselt sind, die letzten 2,5 Jahre, wir haben ja auch noch eine Corona-Epidemie, die gerade in den Hintergrund getreten ist. Aber wie können wir vor allem aufgrund dieser schrecklichen Ereignisse in der Ukraine, wie können wir damit umgehen und wie können wir Widerstandskraft entwickeln? Nämlich das ist Resilienz. Resilienz ist ein Modewort geworden. Es ist relativ alt. Es leitet sich aus dem Lateinischen ab. Das Wort, das lateinische Verb heißt resiliere oder resiliare, heißt abprallen, nicht haften an. Ja, und damit ist schon klar, dass die Fähigkeit eines Individuums beschrieben wird, widrige Umstände, schwierige Situationen ohne anhaltende psychische, körperliche oder soziale Beeinträchtigungen zu meistern. Wichtig für uns ist, dass diese Widerstandskraft gegen das Leben, die sogenannte Resilienz, eben nicht nur auf individueller, sondern auch auf organisatorischer oder sogar gesellschaftlicher Ebene existiert. Und alle Systeme haben eine Resilienz, ja, um sozusagen ihre Operationsfähigkeit, ihr Equilibrium, ihren Gleichgewichtszustand aushalten zu können und ausbalancieren zu können. Ja, und unsere gesellschaftliche und individuelle Resilienz, die, das muss man schon ehrlich sagen, ist in den letzten 2,5 Jahren kräftig auf die Probe gestellt worden. Und Resilienz hat natürlich sehr, sehr viel zu tun auch mit dem Thema Stress. Warum ist das so? Stress ist in erster Linie ein psychophysiologischer Zustand, der entsteht, wenn Anomalien, wenn Dinge in unser Leben treten, die unvorhergesehen sind. Und in dem Moment wird evolutionsbiologisch ein Notfallprogramm gestartet, was es uns ermöglichen soll, mit Stress und mit den Stressoren umzugehen. Dazu wird Bewusstsein nach oben gefahren. Wir fokussieren auf den Stressor. Es werden körpereigene Ressourcen freigesetzt, beispielsweise über das sympathiköse System, so heißt das. Das heißt, Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet und erlauben uns, mehr Aufmerksamkeit auf den Stressor zu geben. Das hat Vorteile. Es ist also wir können besser mit dem Stressor umgehen. Wenn wir dauerhaft gestresst sind, hat das Ganze aber auch erhebliche Nachteile. Und wir wissen aus heutiger Sicht, dass Gehirne, die dauerhaft in ihre eigenen Stresshormone Cortisol und Adrenalin getaucht sind und das nicht mehr auspendeln können und ausmodulieren, dass diese Gehirne eine höhere Tendenz haben, sich selber herunterzudimmen. Ja, also sprich, die werden weniger. Mit anderen Worten, es kommt zu neurodegenerativen Erkrankungen. Und deswegen können wir sagen, chronischer Stress ist nicht der einzige, aber erwiesenermaßen ein ganz wichtiger Risikofaktor, um im späteren Alter eine demenzielle Erkrankung zu erleiden. Das heißt, wenn Sie heute Resilienz lernen, wenn Sie Stressbewältigung in Ihr Leben bringen, Stressmanagement-Fähigkeiten lernen, praktizieren Sie gleichzeitig aktive Demenzprophylaxe. Und dafür ist es eben wichtig zu sehen, dass Stress nicht Schlechtes ist, sondern wie so häufig macht eben die Dosis das Gift. Was Sie jetzt hier sehen, ist ein altes, ja, ehrwürdiges Gesetz, was zum ersten Mal im Jahr 1908 beschrieben wurde, von zwei Harvard-Physiologen namens Jerks und Dodson. Deswegen ist es auch nach ihnen als Jerks-Dodson-Gesetz benannt und das ist relativ einfach. Es ist eine invertierte U-förmige Funktion. Auf der X-Achse haben wir Erregungsniveau, Anspannung, Aktivierung und auf der Y-Achse Effektivität und Produktivität. Das heißt, ich kann mit relativ niedrigen Anspannung und Aktivierungsniveau, was wir hier jetzt sehen, kann ich schon relativ gute Ergebnisse erzielen. 20% Einsatz, 80% Ergebnis. Ja, in der Volkswirtschaft heißt das Pareto-Prinzip. Aber ich muss mich
um mich psychologisch sozusagen aus meinem Bore-out, aus meinem aus dem Paradies heraus zu bewegen, muss ich eben auch anfangen, mich ein Stück weit mehr anzustrengen, um sozusagen intrinsische Motivation zu erzeugen. Wer in der linken Seite des Jerks Dodson ist, der ist in der Unterforderung, der sieht wenig Sinn drin, er springt, er oder sie springt nur so hoch, wie er muss. Und wir sehen dann aber, dass in dem Moment, wo ich ein mittleres Anspannungsniveau habe, geht es ein Stück weiter nach oben bis zum Scheitelpunkt des Gesetzes. Und dann wird es eigentlich interessant, ja, weil an diesem Punkt sind wir sind nicht überfordert, wir sind auch nicht unterfordert, wir sind genau richtig ausgelastet und es passiert was ganz Seltsames. Ja. Es passiert nämlich genau das Gegenteil von dem, was ich mir ursprünglich ausgemalt habe, was passieren würde, dass es besser wird, ja, und hier die Kurve so weiter nach oben steigt. Es passiert genau andersrum, es wird weniger. Am Anfang sind diese Veränderungen nur graduell. Ich wache vielleicht morgens auf, bin nicht mehr ganz so ausgeruht, bin schlecht gelaunt. Meine Kinder fragen mich am Frühstückstisch: Mensch Papa, warum bist du so schlecht gelaunt? Meine Frau sagt: Nico, was ist denn mit dir los? Und dann irgendwann strenge ich mich mehr und mehr an und dann passieren die ersten Fehler. Dann sagt man, das wäre ihm doch früher nicht passiert, und ich verschwitze Termine, ich mache Flüchtigkeitsfehler. Übrigens passieren an den Stellen auch häufig Unfälle und Leute haben ein höheres Risiko zu erkranken, auch in Konflikte hineingezogen zu werden, weil sie in so eine Art Tunnelblick hineingezogen werden. In dem Moment, wo wir gestresst sind, wird unsere Wahrnehmung deutlich, deutlich fokussierter. Wir haben also nicht mehr so eine breite Wahrnehmung, wo wir alles die Umgebung anschauen und screenen, sondern wir sind nur noch fokussiert auf einen Stressor. Und das passiert hier unten. Und wenn uns dann niemand aus diesem Stresskanal, aus diesem Stresstunnel rausholt, dann laufen wir eben sehr schnell Gefahr, hier auch den Jerks Dodson auf der rechten Seite runterzurutschen und im wahrsten Sinne des Wortes in der Tangente aufzuschlagen. Das ist klassischerweise dann das, was man als einen psychophysiologischen Erschöpfungszustand bezeichnet, das sogenannte Burnout. Da geht dann eben gar nichts mehr. Das ist das, das Ausgebranntsein. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes, psychologisch gesprochen, die Hölle. Ich habe erfahren, ich habe mich angestrengt. Am Anfang hat es auch Spaß gemacht noch. Dann habe ich mich immer mehr und mehr darauf fokussiert und irgendwann konnte ich es nicht mehr aufgeben. Aber es ist immer schlechter geworden und dann bin ich abgestürzt. Das sind keine guten Zustände. Es ist schwierig, auch dort wieder herauszukommen. Und die Take-Home-Message, die wir hier aus diesem altehrwürdigen Jerks Dodson-Gesetz mitnehmen können, ist im Grunde, dass wir weder in der Unterforderung als auch in der Überforderung langfristig verweilen sollten. Die Idee ist also zu lernen, sich hier oben auszupendeln, auszuregulieren. Das macht unser Körper automatisch, indem wir beispielsweise alle einer 24-Stunden-Rhythmik-Periodik unterliegen, die sogenannte zirkadiane Rhythmik, also einen Schlaf-Wach-Rhythmus haben, um uns zu regenerieren. Und das Gleiche können wir eben auch durch Selbstregulation lernen, um einfach festzustellen, wie gestresst wir gerade sind, wie unser Zustand gerade ist. Sie können sich ja mal ganz kritisch selbst hinterfragen, wo stehe ich gerade, wie schaut mein individueller Jerks Dodson aus, bin ich unterfordert da, wo ich bin und habe eigentlich gar keine Lust, bin ich mittelmäßig gefordert und das ist zwar jetzt nicht anstrengungsfrei, aber es macht Spaß, ich gehe gerne am Abend nach Hause mit dem Gefühl, was Gutes getan zu haben, was geleistet zu haben, bedeutsame und sinnhafte soziale Beziehungen gehabt zu haben. Oder bin ich schon lange, lange in der Überforderung und das ist mir eigentlich alles zu viel? Kurzfristig sind so Zustände von Unterforderung und Überforderung nicht schlimm. Deswegen haben wir auch in der Tradition des Urlaubs sozusagen eine kulturelle Errungenschaft geschaffen, um kurzfristig eben auch wieder in Entspannungszustände, in sogenannte Komfortzonen ins Paradies zu gehen, um dann eben an anderen Stellen, das kennen wir alle, eben auch einmal schnell Gas zu geben und in den Überforderungsbereich hineinzugehen. Wie baue ich jetzt so ein inneres Armaturenbrett auf? Dafür ist Achtsamkeit eine ganz wichtige Eigenschaft. Achtsamkeit ist eine Bewusstseinsfunktion. Es ist die Fähigkeit, Bewusstsein zu kultivieren. Diese Eigenschaft ist uns allen gegeben, ja, mehr oder weniger haben wir die. Wir können sie aber genauso wie die Resilienz trainieren.
Und Achtsamkeit setzt sich zusammen aus Präsenz. Das ist die Fähigkeit, im gegenwärtigen Moment zu sein, die Momente so wahrzunehmen, wie er eben ist, ohne ihn dann gleich sofort emotional zu bewerten oder irgendwelche Bewertungsschablonen drüber zu stülpen. Und das macht die Akzeptanzkomponente aus. Also lernen, die Wahrnehmung nicht sofort zu beurteilen. Es ist eine Haltung, wie wenn ich Dinge zum ersten Mal sehen würde. Beginner's Mind oder auch looking freshly at the things. Die Dinge frisch anzugucken. Und das setzt ein paar Eigenschaften voraus, die man trainieren muss. Man muss eben lernen, nicht sofort zu urteilen. Ja? Also eine gute Übung dafür ist beispielsweise, wenn Sie einen Menschen haben, Kollege, Kollegin, mit der Sie Schwierigkeiten haben, die Sie auch nicht mögen. Gehen Sie mal, wenn Sie ihn oder sie das nächste Mal sehen, frisch, mit frischem Blick darauf zu gucken, immer aus einer anderen Perspektive an und überlegen sich, gibt es hier irgendetwas, was ich schätze, was ich bewundernswert finde? Vielleicht kann ich das auch so zurückmelden und dann gucke ich mal, was passiert. Dann schaue ich mir, wie sich die Interaktion ändert und Sie werden feststellen, dass dann häufig Räume aufgehen und der andere oder die andere auch anfängt, anders zu reagieren. Es ist also nicht urteilen, akzeptieren, nicht sofort in die Aktion zu gehen, sondern erstmal auch abwarten, nicht eskapistisch, aber das Ganze zu betrachten, zu sagen, wie ist das, wie wirkt das auf mich. Auch nicht zielorientiert zu sein, also dieses Non-Striving, nicht auf irgendein Ziel hinzuarbeiten, sondern einfach mal sein lassen, akzeptieren. In der Meditation wird das häufig auch dadurch trainiert, dass die Leute lernen zu sitzen, ja, und in der Stille zu sitzen, heißt eben auch, dass wenn ich dann feststelle, ich sitze da und habe die Augen geschlossen und es fängt an zu kratzen und zu jucken, dass ich nicht an die Nase gehe und mich reibe, sondern dass ich diese Situation einfach, dass ich mir das genau betrachte innerlich, die Sensation, die Körpersensation zulasse und nach einiger Zeit werde ich auch feststellen, dieses Gefühl, diese Wahrnehmung, diese Empfindung, die schwächt sich ab, die wird weniger, die geht von alleine weg. Ja, das ist so eine Mikroübung. Man braucht dafür Geduld. Und wenn Sie achtsam sind, können Sie eins, Sie können die Wahrnehmung unverfälschter wahrnehmen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel mal geben, wie Sie selber Achtsamkeit in Aktion erleben können. Wenn Sie einfach mal laut lesen, mit mir zusammen, grün, blau, rot, gelb, lila, ne, alles klar, kein Thema. Und jetzt für sich mal, in welcher Farbe sind die Wörter denn geschrieben? Ja? Und da sehen Sie, oh, blau, rot, grün, lila und gelb. Ja? Aber ich merke, und wahrscheinlich ist es Ihnen jetzt, wenn Sie die Übung mitgemacht haben, genauso gegangen wie mir, hier hinten im Hirnkästchen hat irgendwas geraucht. Ja? Und ich sage, was ist denn da passiert? Naja, ich hatte diskriminierende Reize. Das Fiese an der Sache ist ja, die Wörter sind anders geschrieben, als sie von der Bedeutung her eigentlich gemeint sind. Und mit dieser Diskrepanz umzugehen, das fällt dem Gehirn schwer. Und wenn Sie jetzt in Achtsamkeit ein bisschen geschulter gewesen wären, wäre Ihnen diese Übung leichter gefallen. Und das kann man anwenden auf Stress, auf Stressoren. Stressoren sind Reize aus dem inneren oder aus dem äußeren Milieu. Ja, alle diese Anomalien, die auf uns einprasseln, das können irgendwelche äußeren Situationen sein, das können Interaktionen mit anderen Menschen sein, das können gesellschaftliche Veränderungen sein, wie eine Pandemie, wie ein Krieg, das können aber auch innere Zustände sein, wie beispielsweise ein Albtraum. Und in dem Moment, wo das Stressempfinden ausgelöst wird, ändert sich unsere Wahrnehmung, die Bedeutungserteilung wird anders. Wir suchen Strategien, um damit umzugehen, sogenannte Coping-Strategien. Und an der Stelle, bevor die Stressantwort nun ausgelöst wird und der Stresszug aus dem Bahnhof fährt und sich Physiologie, Verhalten, Gefühl, Kognition, Haltung, das alles ändern, da kann ich Achtsamkeit verwenden, um im Prinzip die Stressantwort abzumildern oder sogar die Entspannungsantwort auszulösen. Der Viktor Frankl, einer der größten Resilienzforscher, ja, im Grunde Nolens Volens kann man sagen. Er war ja selber als jüdischer Arzt in einem deutschen Konzentrationslager interniert, hat ein unglaubliches Buch geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen.
Und der hat im Prinzip in dem Höllenfeuer des Holocaust eine großartige Entdeckung gemacht, dass zwischen Stimulus, Reiz und Reaktion ein Raum ist. Und in diesem Raum liegt die Möglichkeit, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegt unser Wachstum und unsere Freiheit. Frankl sagt, das mag nicht viel erscheinen, aber wenn man in der Situation ist, in der ich war und auch in der andere waren, ist es doch, erkennt man, welches große Geschenk es ist, und es kann einen niemand nehmen. Es kann einen niemand nehmen. Und da ist im Grunde, jetzt kommen wir schon recht nahe an die Wurzeln der Resilienz. Ja? Man kann nämlich durch Achtsamkeit, durch Selbstregulation, kann man lernen, an der Resilienz zu arbeiten. Resilienz ist erlernbar. Es ist geringe Teile davon, beispielsweise Anfälligkeit für negativen Affekt, also wie stark ich auf negative Gefühle reagiere, sind auch genetisch determiniert, aber im Großen und Ganzen ist Resilienz erlernbar. Das machen wir zum Beispiel auch in Coburg und anderswo an unserer Hochschule, indem wir so ein Mindfulness-Based Stress Reduction Program einsetzen. MBSR ist da der klassische Programmname. Das ist ein 8-Wochen-Programm, ein Abend pro Woche, 2,5 Stunden, setzt sich zusammen aus achtsamen Sitzen, Gehen und Atmen. Es gibt den Bodyscan, also ich gehe mit der Taschenlampe der Aufmerksamkeit durch meinen Körper durch und frage mich, wie fühlt sich denn das gerade an, wenn ich so eine Bauchatmung nehme und runtergehe von meiner Nase übers rechte Ohr in den Hals, gibt es da irgendein Kribbeln? Ja? Und ich erfahre aber auch allgemeine Psychoedukation über Stress, was ich jetzt hier gemacht habe. Es gibt Achtsamkeit im täglichen Leben. Ein ganzer Tag der Achtsamkeit schließt es ab. Und im ursprünglichen Kontext ging man davon aus, dass man 45 bis 60 Minuten Training braucht. Das ist aber, das muss man ganz klar dazu sagen, für kranke Menschen. Der Kabat-Zinn hatte mit Schmerzpatienten gearbeitet, die im Prinzip über Jahrzehnte horrende Schmerzen hatten. Und wenn die Selbstregulation mal so weit sozusagen in die Disbalance gekommen ist, ist es deutlich schwieriger. Mit gestressten, gesunden, in Anführungszeichen, braucht man etwa 10, 15 Minuten am Tag achtsamkeitsbasiertes Training, Atmen, auf den Atmen achten, achtsames Gehen, was auch immer, wirkt schon erstaunlich. Und ein ganz kleiner, wenn Sie klein anfangen wollen, machen Sie 3x1 Minute am Tag achtsames Atmen, das heißt eine Minute lang gar nicht groß den Atem verändern, also keine Bauchatmung oder sonst irgendetwas zu machen, sondern nur auf den Atem zu achten, verändert ihre Lebensqualität, ihr Wohlbefinden nach 4 Wochen nachweislich. Also der Stressabbau mit Achtsamkeit ist wissenschaftlich belegt, das können wir sagen. Es ist wahrscheinlich die beste, bestuntersuchteste Mind-Body-Intervention, die wir in der westlichen Welt haben. Es führt zu einer Verbesserung der Konzentration, höhere Aufmerksamkeitsleistungen durch Achtsamkeit. Wir haben aber auch das ist ganz wichtig, was man durch Achtsamkeit erreichen kann, ist Perspektivenübernahme. Das heißt, ich bin in der Lage, mich in anderen Menschen besser hineinzuversetzen. Das ist Theory of Mind. Ja? Heißt nicht unbedingt, dass ich empathischer bin, aber es heißt, dass ich im Prinzip einfach, das kann auch passieren, aber Theory of Mind heißt, ich kann mich in den Kopf eines anderen Menschen hineinzusetzen, kann sagen, wie ist es in seiner Situation oder in ihrer Situation jetzt zu sein? Und das ist natürlich eine höchst relevante Eigenschaft, um so etwas wie Mitgefühl auch zu entwickeln. Und es erzeugt Veränderungsbereitschaft, weil wer achtsamer ist, geht einfach anders mit Anomalien und mit Stressoren um und ist deswegen auch resilienter. Ja, an der Stelle will ich es dann auch mal bewenden lassen. Ich habe zu dem Thema ein Buch geschrieben, was jetzt im Südwestverlag im Frühjahr rauskommt. Mehr Lebensfreude durch Resilienz und Achtsamkeit. Und wen es interessiert, da ist alles nochmal etwas genauer nachzulesen. Ich danke für die Möglichkeit, heute sprechen zu können. Hoffe, dass Sie ein bisschen von dem, was ich gesagt habe, in Ihrem Leben umsetzen können. Und wünsche alles Gute.